Es wird oft gesagt, früher wurden die Frauen auch von alleine schwanger. Was ist mit unserer Gesellschaft los? Was ist so viel anders heutzutage? Anders ist heute sicher, dass die Frauen erst mit zunehmendem Alter schwanger werden wollen. Wenn sie früher mit 18, 20 spontan schwanger wurden, dann war das nichts Besonderes und ging relativ einfach. Wenn sie aber heute erst mit 35 oder 40 Jahre schwanger werden wollen, haben sie ein Problem, weil viele nicht wissen, dass die Eizellen, die im Eierstock sind, seit der Geburt dort sind und also auch seit der Geburt den Kontakt mit dem Blut haben und damit mit allen Giften und allem, was im Blut rumschwimmt. Und dann sind die natürlich belastet und nicht mehr von so toller Qualität wie bei einer 18-Jährigen. Ähnlich ist es beim Mann, aber nicht so gravierend, weil der Mann immer wieder neue Samenfäden produziert. Aus meiner Sicht wichtig bei unerfülltem Kinderwunsch ist heutzutage, dass man die Belastungen realisiert, unter denen die Patientinnen stehen. Das sind sowohl die psychischen als auch die organischen Belastungen. Deshalb ist es wichtig, dass man herausfindet, wie kann man erstmal den Körper von allen möglichen Schadstoffen und Giften entlasten, damit er dann wieder besser funktionieren kann, mehr Energie hat und damit auch dann die Frau besser schwanger werden kann und, was natürlich hinzukommt, auch der Samen beim Mann von besserer Qualität wird. Da gibt es sicher unterschiedliche Methoden. Es gibt Kollegen, die arbeiten ganz konservativ mit beispielsweise Chelatbildnern. Es gibt auch Kollegen, die arbeiten mit Nosoden, mit psychoenergetischen Methoden oder auch mit Geräten wie beispielsweise dem Skasis-System, in dem eingespeichert ist, mit welchen Giften man beginnen muss, wie man ausleiten muss und was wirklich Priorität hat bei der individuellen einzelnen Patientin. Basis der Eigenbehandlung sozusagen ist natürlich, dass die Patienten sich informieren, wo könnte eine Belastung bei mir zu Hause oder am Arbeitsplatz sein und das dann versuchen zu eliminieren. Das Zweite ist, dass sie genügend Bewegung haben, denn durch die Bewegung wird der Stoffwechsel angeregt und es kann besser der Organismus von Schadstoffen entlastet werden. Und das Dritte ist die gute Ernährung, damit sie nicht durch schlechte Essensgewohnheiten und schlechte Nahrungsmittel sich jeden Tag wieder neue Gifte zuführen.